Oh yeah, Elektroschrott. Das wäre mal schön, wenn ich ein Gehäuse hätte für meinen Wecker, für das Display. Hab ich. Ein Prototypen. Wenn ich Prototyp sage, Leute, dann meine ich damit ganz genau eins. Nämlich, entweder ich werde den etwas schlampig aussehenden Quark, den ich da gebaut habe, noch erheblich verbessern. Oder ich mache es einfach nochmal neu. Es ist nicht final. Es ist nur für die Idee. Aber es ist schon ganz schön cool geworden. Ey, das ist wirklich zäh. Ja. Und jetzt schlafe ich ein bisschen. Mach ein bisschen Bubu. Heute experimentiere ich mal damit, wie das Gehäuse für mein Uhrendisplay aussehen könnte. Die Idee, die ich dabei habe, ist, dass ich zwei Plexiglasplatten nehme. So. Und eine hier oben drüber. Und das Display gewissermaßen dazwischen fixiere. Und befestigt würde das Ganze dann mit handelsüblichen Schrauben, solche Teile hier, mit ein paar Unterlegscheiben. Jetzt habe ich mir hier von Modulor so ein paar Plexiglasteile besorgt und die sind schon extrem schick. Allerdings sind sie noch zu groß für das, was ich hier machen will. Und was ich vorhabe, ist, dass ich die Plexiglasscheiben, also ich will sie in der gleichen Höhe lassen, aber ich will hier ungefähr so ein Stück seitlich abtrennen, in der Richtung irgendwas. Die Seitenteile, die ich dann abschneide, die kann ich dann noch so für Frickel und Experimente verwenden. Und jetzt hatte ich mir schon gedacht, um Gottes Willen, so ein Ärger, jetzt brauche ich hier einen Seitenschneider und einen Lasercutter und so ein Gedriss. Jetzt wird es richtig schmerzhaft, aber dann habe ich in der FAQ von Plexiglas gelesen, dass man die Dinger auch brechen kann angeblich. Und das finde ich jetzt hochgradig interessant, offen gestanden. Das will ich mal ausprobieren. Und deswegen habe ich jetzt auch erstmal zum Testen die am wenigsten hübschen Plexiglasteile genommen, die ich hier rumliegen habe. Das ist Plexiglas Satinize SC einseitig satiniert. Das sind genau die Scheiben, die, als ich sie bekommen habe, bei mir als erstes den Eindruck gemacht haben, so, ja, nee, die sind eigentlich nicht das, was ich wollte. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich so auf jeder Seite in ungefähr 2 cm mehr Plexiglas mache, als ich Uhrendisplay habe. Dann zeichne ich mir das hier mit meinem Bleistift auf der Schutzfolie an. Ja, erkennt man einigermaßen sogar. Und obwohl, das ist nicht das Gelbe vom ISO. Okay, dann muss ich das anders machen. Ich brauche 20 cm, sagen wir mal. Und die 20 cm Marke reiße ich mir hier unten mit einem Schraubenzieher an. Gut sichtbar. Und hier oben mache ich dasselbe. Jetzt habe ich hier gut sichtbare Anrissmarken. Und schnappe mir jetzt den Cutter. Ja, ein bisschen von der anderen Seite her. Ja, dass ich mehr Auflagefläche habe. Und mit dem Cutter reiße ich das jetzt an. Das ist schön fest reingeritzt ins Plexi. Und angeblich kann man das jetzt ganz einfach über die Tischkante brechen. Das klappt hervorragend. Ich bin mehr als nur ein bisschen angetan von dieser Bruchkante. Das ist absolut Tofte, das ist genau, was ich brauche. Geil. Okay, das klappt besser als gedacht. Das machen wir jetzt auch mit der zweiten Platte. Also es braucht ein bisschen Anstrengung, aber geht dann eigentlich ziemlich gut.
Und jetzt habe ich hier zwei schöne gerade, exakt gleich große Plexiglasplatten. Ganz ohne Lasercutter oder so anderes. Hier kommt ja ein Flachbandkabel dran. Und das muss auf der Rückseite irgendwie raus. Und wenn das da rausgeht, dann möchte ich, dass der Stecker mit raus kann. Das heißt, ich werde mir hier hinten so ein Loch anzeichnen für den Stecker. Und da werde ich nachher mit der Laubsäge beigehen. Das ist da für mich das Mittel der Wahl. Und das nächste Problem, das erkennt man leider nicht so gut, aber der Stecker, den ich hier habe, der ist minimalst, das ist wirklich nur minimalst, halben Millimeter höher als die LEDs. Das heißt, wenn ich das hier plan hier drauf haben will, also so richtig plan, dann muss ich eigentlich den Stecker, dem muss ich unten ein bisschen Platz geben, will heißen, da muss ich so ein ganz kleines bisschen aus dem Plastik rausfräsen, wo der reinkommt. Das werde ich vermutlich mit dem Dremel machen, das muss ich mir gleich mal anzeichnen, wo die genaue Stelle ist. Und dann muss ich da mal ein bisschen fräsen. Für das Ausschneiden hier von der Folie, da ist ja eine Schutzfolie drauf, ist mir der Dremel als Werkzeug, ist mir jetzt der Cutter ein bisschen zu grob als Werkzeug, dann nehme ich lieber mein Skalpell. Das ist jetzt der Teil der Geschichte, vor der ich bei dem Ganzen am meisten Respekt habe. Weil jetzt diesen Mist da rausdremeln, so ein Stück runterdremeln, nur einen halben Millimeter oder so, das wird richtig anspruchsvoll. Auf jeden Fall, was ich hier mache, ist, ich spanne meine Plexiglasscheibe, die spanne ich vernünftig mit Staubzwingen ein, damit die hier absolut fest liegt. Dann kann ich nämlich den Dremel mit beiden Händen führen, ohne dass mir das da wegrutscht. Ich bin erstaunt davon, wie widerstandsfähig dieses Material ist. Es ist gar nicht so leicht, davon was wegzukriegen. Also das hier ist jetzt nicht so präzise, wie ich es gerne gehabt hätte. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich nämlich, wenn es fertig ist, bevor ich alles zusammenschraube, die gesamte Seite sowieso nochmal mit feinem Schleifpapier anraue. Und dann kriege ich das hier so ausgeglichen, dass es hoffentlich von der anderen Seite her nicht mehr scheiße aussieht. Das hier ist, glaube ich, ziemlich genau das, was ich so brauche. Das sieht recht gut aus. Von der anderen Seite her sieht es ziemlich freudig aus, aber das war erwartet. Wie gesagt, da gehe ich eh nochmal bei. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir das, was ich hier angezeichnet habe, für das rückwärtige Teil, wo das Kabel rausgeht, das muss jetzt mit der Laubsäge gemacht werden. Und zu dem Zweck werde ich erstmal mit einem feinen Bohrer, der ist ein bisschen zu fein, also mit einem, wo das Laubsägeblatt durchgeht, an den Ecken Löcher bohren und dann kann ich vernünftig mit der Laubsäge dadurch. So darf das aussehen. Das ist der Moment, den ich bei den Laubsägearbeiten immer schon am meisten gehasst habe, wenn man versuchen muss, das scheiß Sägeblatt richtig anzuspannen. Glaubt mir, das sieht einfacher aus, als es ist. Wenn man das erstmal hat, ist der Rest geradezu trivial. So sieht's aus. Damit kann man für die Rückseite absolut leben. Ja, besser. Also, Paul hätte es mit dem Lasercutter im FabLab sicherlich besser hinbekommen, aber für so zu Hause ohne Spezialwerkzeug nicht schlecht. Nächster Schritt. Die Löcher anzeichnen. Da habe ich es jetzt besonders leicht, weil ich nämlich auf der Schreibunterlage, die ich hier habe, so ein Raster habe und da passen zum Glück die Rasterkreuzpunkte genau zu meinen Vorstellungen davon, wo diese Löcher rein sollen. Das heißt, ich kann die hier ganz easy anzeichnen, ohne dass ich irgendwas ausmessen muss.
Jetzt kann ich eigentlich gleich mal den richtigen Bohrer holen und mit dem meine Schraubenbohrungen setzen. Um mit Plexiglas zu bohren, nimmt man HSS-Bohrer. Ich will hier M6 Schrauben versenken, folglich mit dem 6er Bohrer komme ich hier weiter. Eingespannt in meinen Akkustauber. Und es kann losgehen. Wenn man da keinen Murks machen will, muss man langsam mit wenig Druck bohren und man erkennt, dass es richtig passt, wenn da solche schönen, langen, aneinanderhängenden Späne rausgefräst werden. Wenn man was hört, was so klingt, als würde jetzt gerade eben das Material brechen, dann ist das Material kurz davor zu brechen. Das bedeutet, in dem Moment sofort aufhören, den Akkuschrauber auf umgekehrte Richtung drehen, ganz vorsichtig rausdrehen, kurz warten, nochmal machen. Die ersten vier Löcher sind gemacht. Jetzt probiere ich einfach mal nur so zum Spaß, ob ich da so eine Schraube durchkriege oder ob ich mit einem größeren Gewinde hinterher muss. Besser kann es nicht laufen. So wird das dann aussehen von den Verstaubungen her. Finde ich schon mal extrem schick. Gefällt mir sehr gut. Was ich jetzt mal tue, ist einfach mal ausprobieren, ob meine Staublöcher einigermaßen deckungsgleich sind oder ob ich da totale Scheiße gebaut habe. Nicht schlecht für Handarbeit ohne Lasercutter und so ein Zeug, wa? Passt genau. Ich habe heute ein bisschen eingekauft. Ich war aber in Berlin und habe mir hier so Abstandshalterbolzen besorgt. Na, da lang, da lang. Mit den Abstandshaltern werde ich diese Platine hier auf diese Grundplatte montieren. Also so und dann mit den Abstandshaltern drunter, damit das da vernünftig aufliegt. Weil ich habe halt hinten dieses Graffel und ich möchte nicht, dass das gegen das Plexiglas gequetscht wird. Der erste Schritt, um das zu machen, ist, ich muss für die benötigten Schrauben die richtigen Löcher hier reinbohren. Und ich werde das an den entsprechenden Stellen von unten bohren. Und zwar deswegen, wenn ich das mache, dann ist das letzte Stück, wo er bohrt, bohrt er doch meine Folie, da kann ich es festhalten. Und dann wird die Folie einigermaßen sauber gebohrt. Wenn ich es andersrum machen müsste, dann würde er erst durch die Folie durchgehen und hätte Zeit, die Folie aufzurollen, solange ich bohre. Und das wollen wir natürlich nicht. Und man sieht, schöne saubere Löcher, so wie es sich gehört. Man möchte jetzt meinen, ich würde diese Abstandshalter hier ins Plexiglas schrauben und dann oben mit den Schrauben drauf gehen, aber das ist nicht, was ich mache. Das, was ich hier tatsächlich machen werde, ist, dass ich Löcher ins Plastik bohre, und zwar komplett durch. Da kommen die Abstandshalter drauf, so, und dann werden die Abstandshalter von unten mit Schrauben verschraubt. Die Platine liegt oben nur auf den Zapfen von den Abstandshaltern auf. Das ist kein Problem, weil oben sowieso die zweite Plexiglasscheibe auf die LEDs drückt. Das heißt, das wird sowieso festgehalten. Und ich kann es, wenn ich es mal auseinandernehmen muss, sehr leicht auseinandernehmen, weil ich es einfach nur abheben muss. Zwei Stellen sind angezeichnet. Das ist schon die halbe Miete, weil wenn ich hier nämlich die Abstandshalter mit Schrauben von unten verstaube, dann kann ich die anderen Löcher von unten anzeichnen, weil ich dann ja sehen kann, wo das Ganze ist. Sieht sehr schön aus soweit. Die Schrauben passen perfekt durch. Jetzt kann ich nämlich von der unteren Seite aus genau sehen, wo die Abstandshalter sitzen.
hier und hier. Und da kann ich jetzt ganz einfach anzeichnen. Diffuserplatte oben drauf und noch ein bisschen Platz. Und was ich sehr geil finde an dem Ansatz, man sieht die Elektronik noch. Ich habe hier einen Schleifblock und ein Schleifpapier mit einer ziemlich feinen Körnung. Ich glaube 400er oder so, na gut, fein ist relativ. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich erstmal die Schutzfolie von meinem Plexi hier abziehen muss an der Seite, logischerweise. Hätte ja relativ wenig Sinn, die Folie mit Schleifer zu bearbeiten. Mein guter Freund Herr Dyson hat gerade meinen Arbeitsplatz wieder schön sauber gemacht. Ich habe die Frontplatte gereinigt und die Folie abgezogen. Ich bin so dreiviertel zufrieden. Also das hier unten, das ist noch nicht perfekt. Ich schätze mal, da werde ich irgendwann nochmal was machen. Beziehungsweise eigentlich sollte das Ganze hier eh bloß ein Prototyp sein. Das heißt, es muss nicht perfekt aussehen, aber ich bin noch nicht so ganz glücklich damit. Ja, okay. Das originale Rückseitenplexi sieht deutlich geiler aus jetzt als das Vorderseitenplexi. Da habe ich einfach die Satinierung, ich habe es auch von der falschen Seite gemacht. Ich habe versehentlich hier die satinierte Seite abgeschliffen und die nicht satinierte Seite oben gelassen. Das ist genau falsch schon. Tja, fürs nächste Mal weiß ich es. Jetzt ist hier jedenfalls auch alles ab, was ab muss. Jetzt können die Teile wieder drauf. Die Schrauben muss man nicht besonders festziehen, im Gegenteil, das ist ganz gut, wenn die ein bisschen Spiel haben. Wenn man da nicht ganz so hundertprozentig exakt gebohrt hat, dann können die noch so ein bisschen nach links und rechts. Das ist im Regelfall notwendig, weil so auf Zehntelmillimeter genau dremeln, es gibt Leute, die können das. Ich gehöre nicht dazu, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ein bisschen Spiel schadet nicht. Perfekt. Ich hole mal eben das Kabel. Das Kabel kommt jetzt durch das, was wir hier unten an Lücke gelassen haben, durch. Und wird dann hier einfach aufgesteckt. Ja, sitzt dann drin. Tada! Mein Uhrendisplay. Ich traue mich ja fast gar nicht, aber ich glaube, jetzt sollten wir es tatsächlich mal an den Wecker anstecken, wa? Oh, das fertige Uhrenmodul. Entschuldigung, aber ich finde, das sieht einfach nur noch völlig geil aus. Also man kann es sehr gut auch von der Seite ablesen. Es hat so einen richtig schönen Technik-Elektronik-mäßiges Flair. Ich bin total begeistert. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist genau, was ich haben wollte. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Das Kabel hier ist jetzt noch ein bisschen zu kurz, um das Teil tatsächlich richtig aufzustellen. Aber genau so soll es mal auf meinem Nachtgastel stehen.